Das Thema dieses Vortrags lautet also: Der Glaube und die Kirche notwendig für das ewige Leben. Wenn heute über den Glauben und die Kirche gesprochen wird, dann geht es gewöhnlich um vieles, aber nicht um das Eigentliche. Häufig stehen Desiderate und Wünsche im Vordergrund, die in Form von Forderungen vorgebracht werden. Glaube und Kirche, so eine oft vorgebrachte Forderung, sollen fortschrittlicher werden, sollen den Menschen auch heute noch etwas zu sagen haben. Dabei fühlt sich nahezu jeder berechtigt und legitimiert, selbst der hartnäckigste Atheist, unreligiöse Politiker oder Humanist, Änderungen im Hinblick auf Glaube und Kirche vorzuschlagen und sogar einzufordern. Wenn jedoch die Frage gestellt wird, was der Glaube und die Kirche eigentlich sind und wozu sie gebraucht werden, dann herrscht in der Regel betretendes Schweigen. Auch innerkirchlich hat sich ein derartiger Prozess den Weg gebahnt. Ein jeder Christ, der sich als mündig versteht, ist in der Lage, Forderungen zu formulieren und sich zu Wort zu melden. Aber viele, gegebenenfalls die allermeisten, sind nicht in der Lage zu sagen, wozu der Glaube und die Kirche eigentlich da sind. So hat ein paradoxer Prozess eingesetzt. Glaube und Kirche haben für viele Christen, selbst für kirchliche Mitarbeiter, keine Bedeutung mehr und sind ihnen oft nicht mal mehr in ihren Grundsätzen bekannt, sodass sie sich auch nicht damit identifizieren können. Und das erleben wir ja momentan. Nach und nach haben sich vielfältige Formen eines Neuheidentums ausgebreitet. Es kennzeichnet sich dadurch, dass der Offenbarung kein normativer, also kein verpflichtender Charakter mehr zugesprochen wird. An dessen Stelle tritt das Ich als maßgebliches Kriterium. Die Regula Fidei, die Glaubensregel, die sich auch oder vor allem auf Gottes Offenbarung stützt, hört auf, der Maßstab für das Leben des Christen zu sein. Schon die Kirchenväter hatten mit derartigen Strömungen zu kämpfen. Michael Friedrowitsch hat diese Problematik im Blick auf die Kirchenväter ausführlich beschrieben. Wenn zum Abweichen von der Glaubensregel noch die verstockte Hartnäckigkeit hinzukommt, dann spricht man von der Häresie. Durch sie wird die bestehende Ordnung umgedreht. Das heißt, der Heretiker verwechselt die unterschiedlichen Bereiche, indem er verbindliche Lehren, also die Dogmata, die Dogmen, problematisiert, das heißt, sie als offene Fragen betrachtet, zum Beispiel, ob das Priestertum nur den Männern vorbehalten ist oder nicht, ein Dogma wird dann auf einmal zu offener Frage. Persönliche Ansichten hingegen werden dogmatisiert, das heißt, zu allgemeingültigen Wahrheiten erhoben. Nichts Neues im Westen, könnte man hier sagen, diese Problematik haben bereits die Kirchenväter vorgefunden. Dies ist heute bei vielen zur Grundhaltung geworden. Das Dogma wird weder gekannt noch geschätzt, verbindliche Lehren werden zur Diskussion gestellt, verändert und abgelehnt, wobei die persönliche Meinung zur unverrückbaren Norm wird. An dieser Stelle wird das Problem deutlich, warum es immer schwerer gelingt, über Glaube und Kirche zu sprechen. Denn das würde voraussetzen, zu wissen, worum es geht. Mit anderen Worten, die Grundlagen im Hinblick auf Glaube und Kirche müssen bekannt und akzeptiert werden, andernfalls fiele man in den Irrtum oder gar in die Häresie. Das Gesagte gilt noch mehr für Nichtchristen, Humanisten und Atheisten. Wie können sie über das sprechen, worüber sie sich gar nicht auskennen? Es gehört zweifellos zu den schwerwiegendsten Missverständnissen unserer Zeit zu meinen, man könne über den Glauben sprechen, ohne die Fundamente
des Glaubens zu kennen und anzunehmen. Gerade auch deswegen habe ich dieses kleine Büchlein veröffentlicht, Wegweisung für verunsicherte Christen, was eben an diese Fundamente erinnern soll und sie neu in den Mittelpunkt rückt. Zu dieser Schwierigkeit, die gerade erwähnt wurde, gesellt sich noch eine weitere hinzu. Die zunehmende Spezialisierung, die die Moderne mit sich bringt, hat auch in der Theologie Einzug gehalten. So gibt es unzählige Erklärungen über den Glauben. Aber was der Glaube ist, die Regula Fidei, und warum der Glaube für das ewige Leben notwendig ist, wird kaum mehr deutlich und ist vielen, das dürfen Sie nicht weiter sagen, sogar Theologen, oftmals nicht mehr bekannt. Es geht um den Glauben der Dichter und Denker, um Glaubensethik, um denkenden Glauben, um Glauben im Kontext, geschützt auf Erfahrung, um Glauben aus unterschiedlichsten Perspektiven und vieles mehr. So wichtig all dies auch sein mag, diese unterschiedlichen Dimensionen des Glaubens zu erforschen, so problematisch erweist sich dies, wenn dabei der Blick auf das Wesentliche, wofür der Glaube eigentlich da ist, verloren geht. Dann nämlich entstünde ein Teufelskreis im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn Forderungen nach tiefgreifenden Veränderungen vorgebracht werden, ohne die Natur dessen zu kennen, was verändert werden soll, dann können derartige Versuche nur scheitern. Damit ist in groben Zügen die Lage vieler Christen beschrieben. Sie verfügen über viel Information, denn die kommt ja zu uns, aber sie verfügen über wenig Glaubenswissen. Ihnen ist nicht klar, was der Glaube ist und wofür die Kirche steht. Hinzu kommt, dass die Katechese weggebrochen ist und viele Themen, vor allem jene, die den Menschen unangenehm sein könnten, in der Verkündigung kaum mehr vorkommen. Dies betrifft vor allem die letzten Dinge, also Himmel, Hölle und Fegfeuer. Dabei sind Glaube und Kirche nur in diesem Kontext wirklich zu verstehen. So besteht das oberste Gesetz der Kirche nicht darin, Reformen durchzuführen, den Einsatz für Klimaschutz und ähnliche Dinge, sondern, wie es das Kirchenrecht in seiner letzten Nummer formuliert, das Heil der Seelen muss in der Kirche immer das oberste Gesetz sein. Nur aus dieser Perspektive wird es möglich sein zu zeigen, welche Bedeutung der Kirche im Hinblick auf das ewige Leben zukommt. Dabei kann hier kein erschöpfendes Bild gezeichnet werden, vielmehr sollen jene Aspekte im Mittelpunkt stehen, die für die weiteren Überlegungen von Bedeutung sind. Dabei weisen vor allem Schrift und Tradition den Weg. Daher soll in einem ersten Schritt der Blick auf das Fundament gelegt werden, wodurch Glaube und Kirche erst verständlich werden. In einem zweiten Schritt wird der Glaube im Mittelpunkt stehen, um zu erschließen, warum er für das Heil notwendig ist, bevor abschließend ein Blick auf die Kirche gerichtet wird. Kommen wir also zum zweiten Punkt, Jesus, der einzige Erlöser der Welt. Im heiligen Jahr 2000 approbierte Papst Johannes Paul II. Die Erklärung Dominus Jesus über die Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche. Nach einer längeren Zeit der Beratung wurde die Veröffentlichung dieses Schreibens angeordnet, in dem Antwort auf jene Frage gegeben wird, mit der sich auch dieser Vortrag beschäftigt. Die Frage nach der Heilsnotwendigkeit des Glaubens und der Kirche. In Anlehnung an zentrale Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils wurden jene Aussagen in Erinnerung gerufen, die in einer Zeit wichtig sind, in der durch den Relativismus und Pluralismus die Fundamente des Glaubens in Frage gestellt werden. Bereits in der ersten Nummer wird deutlich, worum es geht. Dort heißt es, ich zitiere,
Bevor der Herr Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist, hat er seinen Jüngern den Auftrag gegeben, der ganzen Welt das Evangelium zu verkünden und alle Völker zu taufen. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Ende des Zitats. Daraus folgert die Glaubenskongregation, heute Dicasterium genannt, in Anlehnung an die Heilige Schrift, das Credo und die Tradition der Kirche, dass fest zu glauben ist, dass es nur eine einzige, von einem und dreifaltigen Gott gewollte Heilsordnung gibt, deren Quellgrund und Mitte das Mysterium der Fleischwerdung des Wortes ist, des Mittlers der göttlichen Gnade in der Schöpfungs- und in der Erlösungsordnung, in dem alles vereint ist, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zu Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Ende des Zitats. In diesem Schreiben bestätigt das Lehramt der Kirche mit Nachdruck und in Treue zur göttlichen Offenbarung, dass Jesus Christus der universale Mittler und Erlöser ist. Er ist der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Weil er der Sohn Gottes ist und als wahrer Mensch und wahrer Gott das Heil erwirkt hat, ist in keinem anderen das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Nach dem Sündenfall hat Gott die Welt nicht sich selbst überlassen, sondern ist uns Menschen immer wieder entgegengekommen. Als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte er schließlich seinen Sohn. Daher steht am Anfang des Glaubens keine Theorie, kein Programm oder etwa ein Buch, sondern der lebendige Gott. Am Anfang das Kind in der Krippe und am Ende der Gekreuzigte. In Jesus Christus ist der Heilswille und Heilsweg Gottes konkret geworden. Nicht ein unbekannter Gott, wie die Athener ihn verehrten, und der sich schattenhaft zeigt, öffnet den Weg in das ewige Leben, sondern der lebendige Gott, der sich als wahrer Mensch und wahrer Gott geoffenbart hat. Und dieser Gott will das Heil aller Menschen, denn, so wird immer wieder betont, er ist ein menschenfreundlicher Gott. So hat es Paulus im Brief an Timotheus dargelegt. Gott ist unser Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Dazu führt der Apostel aus, denn einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle. Obgleich Gott das Heil aller Menschen will und es so viele Wege zu Gott gibt, wie es Menschen gibt, hat er einen konkreten Heilsweg aufgezeigt. Es geht darum, wie Karl-Heinz Menke bemerkt, in die Inkarnation des Sohnes eingestaltet zu werden oder, um es mit den Worten des Apostels zu sagen, an Christus Anteil zu erhalten. Dieser für das Christsein wesentliche Aspekt wird heute selbst von vielen Christen nicht mehr verstanden. Wer nämlich sich auf den Heilsweg des lebendigen Gottes einlässt, der erhält Anteil an Gott in dem Maß, wie er sich Gott übereignet. Der Apostel Paulus formuliert die sich daraus ergebende Konsequenz im Brief an die Korinther, wenn er im 6. Kapitel Vers 19 schreibt: Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Dabei geht es keineswegs um eine Enteignung, so als ob die eigene Persönlichkeit aufhören würde zu existieren, sondern um eine Übereignung, die zur Erfüllung führt. Der Christ lebt nicht mehr für sich selbst, sondern in und für Gott. Dies hat der Apostel Paulus eindrücklich in seinem Brief an die Galater aufgezeigt, als er schrieb im 2. Kapitel Vers 20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.
Doch wie schwer fällt dies dem modernen Christen, der unabhängig, autonom und selbstbestimmt sein will und dies als die größten Errungenschaften ansieht. Wer Christus hingegen nicht annimmt, legt einen anderen Grundstein, der nicht Christus ist. Daher steht im Zentrum des christlichen Heilswegs die Annahme Jesu Christi als einzigen Herrn und Erlöser. Um es noch einmal zu sagen, es geht darum, an Gott Anteil zu erhalten, der allein Worte des ewigen Lebens hat. Helmut Hoping schreibt, ich zitiere, da es aufgrund der Einheit Gottes und der Schöpfungsmittlerschaft Christi nur eine einzige Heilsordnung gibt, können die Religionen auch nicht als gleichwertige Heilswege angesehen werden. Rettung und Heil gibt es am Ende nur durch Jesus Christus. Extra Christum nulla salus, in dem Gott sich den Menschen endgültig geoffenbart hat. Ende des Zitats. Dies ist eine logische Konsequenz, die sich aus der Offenbarung Gottes ableitet. Wenn Gott Gott ist, der sich in Jesus Christus uns Menschen geoffenbart hat, dann ist diese Offenbarung normativ und absolut. Sie entspricht der Eigenart des sich offenbarenden Gottes. Denn Gott hat sich ein für alle Mal für uns geheiligt. Kreuz und Auferstehung verleihen dem Gesagten eine ganz neue Bedeutung. Beide sind untrennbar miteinander verbunden und zeigen, wie weit Gott gegangen ist, um uns das Heil zu schenken. So ist der Auferstandene immer auch der Gekreuzigte, wobei der Glaube an die Auferstehung zum entscheidenden Kriterium für den Glauben wird. Denn ist Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube, so Paulus im ersten Brief an die Korinther. Hier wird die Grundstruktur dessen sichtbar, worum es im Glauben gehen muss. Die Annahme Jesu Christi. Wobei diese Annahme Jesu Christi nicht von der Offenbarung Gottes getrennt werden kann, die für die Annahme Jesu Christi notwendig ist. Gerhard Ludwig Müller hat dies auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt, Gott schafft nicht nur hier und da ein wenig Heil und Wahrheit, sondern er ist in Jesus Christus das Heil und die Wahrheit eines jeden Menschen. Gott hat uns also alles gegeben, damit wir das ewige Leben erlangen können. Aber er zwingt uns nicht, dieses Geschenk anzunehmen, er lädt uns ein. Der heilige Augustinus hat dies wie folgt ausgedrückt. Gott, der dich ohne dich geschaffen, rettet dich nicht ohne dich. Die Annahme des Heils geschieht im Glauben an den sich offenbarenden Gott. Was dies bedeutet, soll nun in einem weiteren Punkt gezeigt werden. Der Glaube notwendig für das ewige Leben. Der Glaube ist keineswegs bloße Theorie, sondern er kann als Wende bezeichnet werden. Eine Wende, die das ganze Leben verändert oder verändern sollte. Der Schwerpunkt der Existenz verlagert sich durch den Glauben vom eigenen Ich auf das Du Gottes, dem sich der Gläubige nun zuwendet. Er hält Anteil an Gott. Papst Benedikt XVI. Hat dies in seiner ersten Enzyklika auf eindrucksvolle Weise beschrieben. Er stellte fest, am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Ende des Zitats. Weil Bilder sich leichter ins Gedächtnis einprägen und hilfreich sind, Sachverhalte zu verstehen, soll auf eine Erzählung zurückgegriffen werden, die von Professor Menke verwendet wurde. Er beschreibt, wie sich zwei kleine Jungen zu einer unerlaubten Expedition aufmachten. Sie ignorierten die Verbotsschilder und kletterten über eine baufällige Treppe auf eine marode Mauer.
Als sie oben auf der Mauer angelangt sind, passiert, was passieren musste. Die Treppenstufen stürzen hinter ihnen ein. Die beiden Jungen sind auf der Mauer gefangen und rufen um Hilfe. Schließlich kommt ein kräftiger Mann, breitet seine Arme aus und ermuntert sie zu springen. Einer der Jungen erkennt in dem Mann seinen Vater und springt sogleich. Er vertraut ihm und landet sicher in seinen Armen. Der zweite Junge springt nicht. Er zweifelt, ob der Mann stark genug sei, obwohl er gesehen hat, dass sein Freund heil und sicher unten angekommen ist. Menke folgert daraus, denn Glauben ist mehr als Wissen. Glaube verdankt sich der Liebe, Glaube ist ein Geschenk. Damit wird deutlich, dass zwei Elemente für den Glauben konstitutiv, also grundlegend sind. Zum einen die Offenbarung Gottes, Gott offenbart sich, und die Antwort des Menschen auf Gott, der sich geoffenbart hat. Diese beiden Elemente sind für den Glauben, ich wiederhole es noch einmal, konstitutiv. Gott streckt uns gleichsam seine Arme entgegen, damit wir Anteil an ihm erlangen, um das ewige Leben zu haben, um gerettet zu sein. So heißt es in der Enzyklika über den Glauben, Lumen Fidei: Der Glaube ist die Antwort auf ein Wort, das eine persönliche Anrede ist, auf ein Du, das uns bei unserem Namen ruft. Ende des Zitats. Von Seiten des Menschen geht es vornehmlich darum, Jesus Christus als Heiland und Erlöser im eigenen Leben anzunehmen. Nicht mehr sich selbst zu leben, sondern sich in die Arme Gottes fallen zu lassen, so wie in der Geschichte gerade beschrieben. Zum anderen ist der Glaube auch ein Geschenk, theologisch mit Gnade übersetzt. Gott will uns reich beschenken, denn er will das Heil aller Menschen. Wann immer es um den Glauben geht, müssen diese beiden Dimensionen in ihrer untrennbaren Einheit gesehen werden. Dieses in die Arme Gottes fallen lassen, wobei der Glaubensakt beschrieben wird, muss an dieser Stelle noch etwas präzisiert werden. Die Annahme Gottes ist untrennbar an das Bekenntnis geknüpft, durch das die Offenbarung objektiv ausgesagt wird. Das heißt, wir zimmern uns nicht unseren eigenen Glauben zurecht, sondern es gibt hier eine Objektivität, die eben halt sich im Bekenntnis des Glaubens, im Credo widerspiegelt, so auch dann in den entsprechend definierten Lehren des Lehramtes der Kirche. Und das wird in der Tradition der Kirche als Fides Quae bezeichnet. Und dazu kommt auf der anderen Seite die Annahme Gottes im eigenen Leben, was in der Tradition der Kirche als Fides Qua bezeichnet wird. Zwei Seiten einer Medaille. So wie Jesus Christus und seine Lehre nicht voneinander zu trennen sind, so ist der Glaube nicht zu trennen von der Offenbarung, die uns in Jesus Christus geschenkt wurde. Die Nicht-Annahme Gottes oder die Ablehnung dessen, was er geoffenbart hat, disqualifizieren den Gläubigen als Gläubigen. Daher kann niemand anonym glauben. Schließlich würde dadurch sowohl der freie Wille des Menschen als auch die Offenbarung Gottes verkannt. Das personale Bekenntnis zum Herrn ist konstitutiv für den Glauben. Wer sich nicht, um noch einmal auf das zuvor verwendete Bild zurückzukommen, in die Arme Gottes fallen lässt, der kann nicht gerettet werden. Passivität genügt genauso wenig wie der Zweifel. Das Markus-Evangelium stellt dies in aller Deutlichkeit dar, wenn es heißt, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Im Glauben geht es also vornehmlich, um es nochmal zu wiederholen, um die Annahme Jesu Christi im eigenen Leben, wozu untrennbar die Annahme der Offenbarung Gottes gehört. An dieser Stelle wird deutlich, dass ein rein formales Bekenntnis zu Jesus Christus nicht genügt. Also nur ein Lippenbekenntnis genügt nicht. Nicht ohne Grund wandte sich der Herr gegen das Lippenbekenntnis der Pharisäer. Um es noch einmal zu sagen, der Glaube ist die Antwort des Menschen auf Gott und muss sich daher im Leben des Einzelnen widerspiegeln und bewähren.
So heißt es im selben Johannesbrief: Wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Die Gebote Gottes, die es heute so schwer haben, weil sie eben halt die objektive Dimension des Glaubens, nämlich die Fides Quae, widerspiegeln und deren Einhaltung im Leben der Gläubigen spiegeln diese Doppelstruktur des Glaubens eindrücklich wider. Durch sie erhält der Gläubige Orientierung und Anleitung. Sie sind also keineswegs eine Last, die es abzustreifen gilt, sondern sie sind eben halt Licht auf dem Weg, weil sie uns zeigen, wie wir den Weg zu Jesus Christus und mit Gott gehen können. Und sie führen uns damit zum Herrn. Nummer 1816 des Katechismus der katholischen Kirche führt daher an: Der Dienst und das Zeugnis für den Glauben sind heilsnotwendig. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Und damit zitiert der Katechismus des Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 32. Wenn der Glaube des Menschen die Antwort an Gott ist, der sich uns schenkt und uns dadurch den Weg zum ewigen Leben erschließt, dann wird deutlich, warum der Glaube für das Heil notwendig ist. Wer sich also nicht in die liebenden Arme Gottes begibt, die er, wie wir im Glaubensbekenntnis bekennen, am Kreuz für uns Menschen und zu unserem Heil ausgebreitet hat, der lehnt das Heil ab. Nach den bereits zuvor gemachten Ausführungen wird deutlich, dass sich dieses Bekenntnis im Leben des Gläubigen widerspiegeln muss, vor allem in der Treue zu Gottes Geboten. Der Umfang dieser Ausführungen erlaubt es nicht, auf die vielen Diskussionen einzugehen, die durch alle Jahrhunderte hindurch dieses Thema begleitet haben. Vereinfachend lassen sich zwei große Strömungen ausmachen. Auf der einen Seite die Position des Origenes, der eine Art Allerlösungslehre, Apokatastasis, vertreten hat, die kirchlich verurteilt worden ist. Das heißt, dass am Ende alle Menschen doch erlöst werden und das ewige Leben erlangen, den Himmel. Auf der anderen Seite, die andere Extremposition, wenn man so möchte, ist die Position des heiligen Augustinus, der von einer Massa Damnata ausging, wonach ein Großteil der Menschen ewig verloren gehe. Heute überwiegt eine Position, die sich in eine gewisse Nähe des Origenes verorten lässt, wobei jedoch gewöhnlich eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Thema unterbleibt. An dieser Stelle lässt sich abschließend festhalten, dass der Glaube als Antwort des Menschen auf Gott für das Heil notwendig ist. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, zu der Kirche als Gemeinschaft des Heils. Eine der zentralsten Beschreibungen über Wesen und Natur der Kirche findet sich in der ersten Nummer der dogmatischen Konstitution über die Kirche mit dem lateinischen Titel Lumen Gentium. Dort heißt es, ich zitiere: Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Ende des Zitats. Weil Gott das Heil aller Menschen will, so hat er dafür ein Werkzeug eingesetzt, mit dessen Hilfe das Heil erreicht werden kann. Und das ist die Kirche. Dies wird vor allem durch diese dogmatische Konstitution und in der dogmatischen Konstitution über die Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils sehr deutlich. Die Kirche ist nicht eine Institution in funktionaler Perspektive, sondern vornehmlich ein sakramentales Werkzeug, eine sichtbare Wirklichkeit, durch die unsichtbare Gnade gespendet und Heil vermittelt wird. Auch dies wird heute kaum mehr verstanden, weil eine funktionale Sicht dominiert. Daher ist es hilfreich, auch an dieser Stelle auf ein Bild zurückzugreifen. Bereits die Kirchenväter haben
die Kirche als eine Arche verstanden und sie mit der Arche verglichen, um ihre Bedeutung zu erklären. So wie Noah und seiner Familie durch die Arche Rettung und Heil zuteil wurde, so den Menschen durch die Kirche. In seinem Kommentar zu Dominus Jesus führt Nicola Bux an, ich zitiere, die Kirche bringt das Heil, indem sie diesem allgemeinen Bemühen eines jeden Menschen entgegenkommt, als universales Sakrament oder sichtbares Zeichen, das heißt als Werkzeug des in der Welt gegenwärtigen Gottes, als Leib Jesu Christi, der ihm, seinem Haupt, ständig neue Mitglieder zuführt. Ende des Zitats. Dies geschieht zunächst durch die Taufe, durch die, vergleichbar mit der Flut, die Schuld der Sünden abgewaschen wird. Und dennoch bedeutet dies keineswegs einen Heilsautomatismus, so als ob einmal getauft das Heil bereits sicher wäre. Das Sakrament ist von Jesus Christus eingesetzt und führt zu ihm. Dies ist kein formeller, sondern vor allem ein personaler Akt, der sich im Leben eines jeden widerspiegeln muss. Neben dem Glauben ist aber auch die Kirche für das Heil notwendig, denn sie ist die Arche, durch die Rettung und Heil zuteil wird. Dieses Thema ist über die Jahrhunderte immer wieder kontrovers diskutiert worden. Es erhielt neue Brisanz in der Reformation und in der Neuzeit, besonders vor dem Hintergrund des Religionspluralismus. Der Anspruch auf Heilsausschließlichkeit und Exklusivität wurde mehr und mehr zurückgedrängt. Alle Religionen schienen Wege zu sein, um dasselbe Ziel zu erreichen, zumal Gott ja das Heil aller Menschen will. Haben sich nicht die Bedingungen verändert, so wurde und wird gefragt? Wie verhält es sich mit den Menschen anderer Kontinente, die von Jesus Christus und der Kirche nichts gehört haben? Kann die Kirche heute noch, in unserer jetzigen Zeit und aufgrund der Probleme, die allen offensichtlich sind, noch als einzige Arche bezeichnet werden, vor allem in dem oben angeführten Sinn? Eine Antwort auf diese Fragen würde eine ausführliche Untersuchung voraussetzen, die aber hier nicht erfolgen kann. Daher sollen lediglich die großen Linien aufgezeigt werden, die eine Antwort ermöglichen, auch auf die Gefahr hin, die komplexen Sachverhalte sehr zu vereinfachen. Der Lehrsatz, außerhalb der Kirche kein Heil, extra ecclesiam nulla salus, wurde über die Jahrhunderte immer wieder zum Ausgangspunkt von Diskussionen und lebhaften Auseinandersetzungen. Vor allem, wie dieser Lehrsatz zu verstehen ist. Papst Pius IX. Hatte in seiner Enzyklika Quanto Conficiamo Mörere 1863 unterstrichen, dass, ich zitiere, nämlich niemand außerhalb der katholischen Kirche gerettet werden kann und dass diejenigen, die der Autorität und den Definitionen derselben Kirche trotzig widerstehen und von der Einheit dieser Kirche und vom römischen Bischof, dem Nachfolger des Petrus, dem vom Erlöser die Wache über den Weinberg übertragen wurde, hartnäckig getrennt sind, das ewige Heil nicht erlangen können. Ende des Zitats. In den päpstlichen Ausführungen wird die Kirche als Arche des Heils bezeichnet, durch die Rettung und Erlösung gewährt wird. Wer sich nicht auf der Arche befindet, wird demnach von den Wassern des Todes hinweggespült. Auch wenn an dieser Stelle auf die komplexe Frage nicht näher eingegangen werden kann, was mit jenen Menschen passiert, die in Unkenntnis der wahren Religion leben und ohne eigene Schuld nichts von der Kirche wissen, so soll doch jene Antwort Erwähnung finden, die die dogmatische Konstitution Lumen Gentium darauf gibt. Dort heißt es, wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen
unter dem Einfluss der Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet, kann das ewige Heil erlangen. Dann heißt es weiter, die göttliche Vorsehung verweigert auch denen das zum Heil Notwendige nicht, die ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen Anerkennung Gottes gekommen sind, jedoch nicht ohne die göttliche Gnade ein rechtes Leben zu führen sich bemühen. Ende des Zitats. Zwei Nummern zuvor wird in der gleichen Konstitution bekräftigt, und auch dies ist ein wichtiges Zitat, darum können jene Menschen nicht gerettet werden, die um die katholische Kirche und ihre von Gott durch Christus gestiftete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr nicht ausharren wollten. Nicht gerettet wird aber, wer obwohl der Kirche eingegliedert, in der Liebe nicht verharrt und im Schoße der Kirche zwar dem Leibe, aber nicht dem Herzen nach verbleibt. Ende des Zitats. Damit sind wesentliche Aussagen angeführt, die sich in das zuvor Gesagte einreihen. Um dies besser zu verstehen, soll das Bild von der Arche in eine weiterführende Perspektive eingeordnet werden, die Josef Ratzinger in einem Beitrag skizziert. Die Arche ist aus Holz gebaut. Sie schützt vor den bedrohlichen Wassermassen. Dieses Holz deutet auf das Holz des Kreuzes hin, das zur rettenden Planke für die Menschheit wird, die durch die Sünde Schiffbruch erlitten und das Paradies, die von Gott vollendet geschaffene Ordnung, verloren hat. Das Heil kommt von Gott, aber durch die Kirche, wodurch sie zum Sakrament des Heils wird. So lohnend es auch wäre, den Ausführungen Ratzingers weiterzufolgen, so lässt es der zeitliche Rahmen nicht zu. Dennoch lassen sich zwei Elemente ausmachen, die das Verständnis erhellen. Zum Glauben gehört zunächst, wie wir bereits gesehen haben, eine personale Komponente, die in der Annahme Jesu Christi ihren vornehmlichen Ausdruck findet. Nur so wird der Mensch heil und erfährt Rettung und Erlösung, wenn er Jesus Christus annimmt. Und doch kann, so betont Lumen Gentium, derjenige nicht gerettet werden, der in der Liebe nicht verbleibt. Wenn der Glaube allein von der subjektiven Annahme Jesu Christi abhängen würde, wäre der Christ leicht Täuschungen ausgesetzt, zumal seit der Erbsünde niemand die Liebe vollkommen hat, wie Paulus im Brief an die Römer schreibt, vor allem im dritten Kapitel. Die Natur des Menschen ist geschwächt, und diese Schwäche zeigt sich in der Sünde, die das Zeugnis des Glaubens verdunkelt. Weil also das eigene Ich geschwächt ist, braucht es das Du Gottes, um heil zu werden. Nur so können wir heil werden und heil erlangen. Die Subjektivität des Einzelnen oder des Eigenen, so gut diese auch gemeint sein kann, trägt nicht. Es braucht eine objektive Größe, um nicht in die Irre zu gehen. Und dafür steht die Kirche. An dieser Stelle wird deutlich, warum die Kirche Sakrament des Heils ist und demzufolge für das Heil notwendig. Die Kirche tritt in den Stellvertreterdienst Christi, in seine Liebestat ein, wodurch der Menschheit Erlösung und Rettung zuteil wird. Das Gesagte lässt sich mit einem Blick auf das Bußsakrament verdeutlichen, das in Ländern deutscher Sprache sich zwar keiner großen Beliebtheit erfreut, aber dennoch unverzichtbar zum Leben des Christen, des Katholiken dazugehört. Auf den ersten Blick scheint es angenehmer zu sein und bequemer, wenn man nicht in den Beichtstuhl geht, wenn man sozusagen selber es mit Gott ausmacht. Aber in Wirklichkeit führt dieser Weg in die Sackgasse. Natürlich kann man auch für sich um Vergebung bitten und wir sollten es jeden Tag tun. Aber dieses für sich bleibt immer im Subjektiven befangen.
Schon den Juden war bewusst, dass die Subjektivität des eigenen keinen Ausweg bietet, um die Last der Sünden abzustreifen. Man selber konnte sich nicht die Sünden vergeben, man konnte um Vergebung bitten, aber sie sich nicht selbst vergeben. Das Beichtsakrament hingegen gewährt objektiv Vergebung. Wenn die Bedingungen von Seiten des Pönitenten, die mit der subjektiven Dimension immer auch zusammenfallen, erfüllt werden. Dies kann durch keinen Psychologen ersetzt werden. Denn die Psychologen können lediglich die Subjektivität des Einzelnen bestätigen, aber keinen wirklichen Ausweg anbieten, weil sie die Last der Sünde nicht nehmen können. Dies kann durch, eben schon sagte, jedoch die Kirche. Denn die Kirche tritt, wie im Beichtsakrament überdeutlich wird, in den Stellvertreterdienst Christi ein. Der Priester spricht in persona Christi die tröstlichen Worte: Ich spreche dich los von deinen Sünden. Und damit ist die Kirche Werkzeug und Gemeinschaft des Heils. Diese Mission führt die Kirche weiter bis zum Ende der Zeit. Und daraus erwächst auch der Missionsauftrag der Kirche, zu allen Völkern zu gehen, sie zu taufen, um sie teilhaftig werden zu lassen an der rettenden Arche. Dies wird jedoch nur gelingen, wenn die Menschen auch lernen, alles zu befolgen, was Christus geboten hat. Daran zu erinnern und auch zu ermahnen, ist die Hauptaufgabe der Kirche, so wird sie zur rettenden Arche und ist für das Heil notwendig. Kommen wir damit zum Schluss. An dieser Stelle müssen die Ausführungen zum Ende kommen. Auch wenn vieles nur angedeutet werden konnte, dennoch kristallisieren sich die großen Argumentationslinien heraus, durch die eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage, ob der Glaube und die Kirche für das Heil notwendig sind, gegeben werden kann. Die Kirchengeschichte ist gekennzeichnet von einem kontinuierlichen Ringen um das richtige Verständnis von Glaube und Kirche. Dabei wurden über die Jahrhunderte unterschiedliche Akzente gesetzt, was nicht nur legitim, sondern auch der jeweiligen Zeit geschuldet ist. In den letzten Jahrzehnten wurde die Wir-Dimension von Glaube und Kirche besonders akzentuiert. Manchmal ist gar der Eindruck entstanden, als ob wir die Kirche konstituieren, so wie es ja dann auch ausgedrückt wurde in Wir sind Kirche. Da diese Aussage auch missverstanden werden kann, muss eine Erläuterung hinzugefügt werden. Zweifellos ist die Kirche eine Gemeinschaft von Gläubigen. Und niemand glaubt allein. Und doch ist die Annahme Jesu Christi, seiner Offenbarung und seiner Gebote das Kriterium, um in der Gemeinschaft der Kirche zu verbleiben. Der Christ wird zum Christen, indem er Christus annimmt. Und es scheint, dass wir das in der letzten Zeit vergessen oder wenigstens vernachlässigt haben. Durch eine Überbetonung des Wir, die zeigt sich beispielsweise bei der falschen Übersetzung des Wortes Credo mit Wir glauben, braucht man nicht viel Latein zu wissen, um zu verstehen, dass Credo die Ich-Form ist, trat zunehmend die personale Glaubensentscheidung in den Hintergrund. Die Absicht mag löblich gewesen sein, führte aber zu einer Verkürzung des Eigentlichen. Wenn das Wir des Glaubens, nicht mehr vom Bekenntnis des Einzelnen zum lebendigen Gott gedeckt ist, und dies ist heute zweifellos oft der Fall, dann verflüchtigt sich das Wir. Es wird bedeutungslos oder es wird willkürlich neu definiert, so wie wir das gerade in diesen Tagen erleben. Es wird entweder zur unbestimmten Größe, die für alles oder jeden steht, sodass sich jeder herauspicken und suchen kann, was er selber möchte. Das wäre das, was die Kirchenväter bereits als Häresie bezeichnet haben. Oder es wird von einer Gruppe für sich vereinnahmt und unterliegt nun der Willkür dieser Gruppe.
Dies kann zur Folge haben, dass eine Gruppe, sei es ein Zentralkomitee, eine Bischofskonferenz, eine Synode, ein Pfarrgemeinderat, auch Medien, neue Glaubensinhalte definieren und jedem, der nicht bereit ist, in dieses neue Wir einzutreten, das Kirchesein gar abspricht. Der Vorwurf wird erhoben, man spalte, auch wenn man nur am Glauben Jesu Christi und seiner Offenbarung festhält. Wo immer dies geschieht, werden Gläubige in die Irre geführt, weil die Kirche in dem Moment, wo dieses Wir willkürlich definiert wird, aufhören würde, Instrument des Heils zu sein. Was sie nur dann ist, wenn sie sich von Christus her versteht. Sollte dann noch das Wir inklusivistisch gedeutet werden, das heißt, alle sind automatisch drin, egal wie sie leben und egal an was sie glauben, dann würde der Missionsauftrag der Kirche zum Erlöschen kommen. Dies ist zweifellos in vielen Orten geschehen und bedarf einer dringenden Korrektur, um dem Glauben wie auch der Kirche ihre Bedeutung wieder zukommen zu lassen. Der Glaube zusammen mit den Sakramenten, die übrigens alle Sakramente des Glaubens sind und demnach Glauben voraussetzen, ist die Grundlage für die Gemeinschaft der Kirche. Und ich wiederhole das noch einmal, weil es von grundlegender Bedeutung ist. Der Glaube zusammen mit den Sakramenten ist die Grundlage für die Gemeinschaft in der Kirche. Durch den Glauben antwortet der Christ auf Gott und durch den Glauben wird er an Gott teilhaftig. Daher steht am Anfang nicht das Wir, sondern das göttliche Wort. Daran gilt es, teilhaftig zu werden, es im Geist und in der Wahrheit anzunehmen. Nicht nach eigenem Gutdünken, sondern objektiv vermittelt durch die Kirche. Sie wird auf diese Weise zur Arche, die rettet und durch die uns Heil gespendet wird. Dann und nur dann ist die Kirche in Christus gleichsam, wie es das Zweite Vatikanische Konzil formuliert wird, das Sakrament. Das heißt, Zeichen und Werkzeug für die innigste Verbindung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Ich danke Ihnen.